Exkurs: Einblick in die Welt der Wissenschaft. Eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Vortrag Klimaschutz als Wirtschaftsmotor mit intelligentem Energiemix der Krise begegnen von Professor Claudia Kempfert. Gehalten am 16. März 2010 in der Bayerischen Staatsbibliothek in München. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Rateike, für die freundlichen einleitenden Worte. Vielen herzlichen Dank auch für die Einladung zu dem Vortrag hier zu Ihnen sprechen zu dürfen über die aus meiner Sicht sehr interessanten Themen Klimaschutz und nachhaltige Energieversorgung. Und aus dem Grund bin ich natürlich sehr gern nach München gekommen, um auch hier heute zu Ihnen zu sprechen. Ich weiß, es klingt immer sehr nach Einschleimen, dass ich unbedingt was Gutes zu Anfang sagen möchte, aber es ist in der Tat so, dass wir häufig in München sind, Freunde hier wohnen und wir viele Urlaube hier verbringen, insofern auch immer gern an diese Stelle kommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Thema Klimaschutz, nachhaltige Energieversorgung, nachhaltige Mobilität ist im Moment ein Thema, was nicht wirklich auf der Agenda von Politikern oder von Menschen interessierter Öffentlichkeit sehr weit oben steht. Es liegt in erster Linie daran, dass wir aus den Medien hören, dass Klimaschutz sich nicht lohnt, internationale Klimaverhandlungen gescheitert sind, siehe Kopenhagen, dass die Politik nicht wirklich Antworten auf die dringenden Fragen gibt und auch noch das Wetter im Moment sehr schlecht ist oder sehr kalt und alle das Gefühl haben, Global Warming, das gibt es doch gar nicht. Beziehungsweise, wo ist denn die Temperatur, wo sind denn die hohen Temperaturen, die wir eigentlich haben müssten, wenn ein Klimawandel tatsächlich stattfinden würde. Und dies auch noch unterstützt durch Medienkampagnen, die meinen, dass entsprechende Wissenschaftler sich gar nicht einig sind, ob es den Klimawandel überhaupt gibt oder nicht. In diesem Zusammenhang ist es in der Tat eine Herausforderung, auch dieses Thema weiter zu in der Öffentlichkeit darzulegen und Ihnen auch die grundsätzlichen Forschungsergebnisse, die mit diesem Thema einhergehen, Ihnen heute zu berichten und auch die positiven und dennoch auch aktuellen und immer aktueller werdenden Anforderungen, die dieses Forschungsthema uns bringt, heute darzulegen. Insofern auch hier natürlich die optimistische Sichtweise, Klimaschutz ist natürlich wichtig. Der Klimawandel findet statt und ich werde Ihnen später erklären, warum das so dringend ist. Und vor allen Dingen haben wir eine Herausforderung vor uns, dass wir von den fossilen Energien uns verabschieden müssen, dass wir hinkommen müssen zu einer nachhaltigen Energieversorgung und das möglichst rasch. Und das ist der Tenor heute meines Vortrags hier, Klimaschutz als Wirtschaftsmotor, auch positiv gesehen als Entwicklung für die Zukunft. Und gerade weil es ein Wirtschaftsthema ist, ist es bedeutsam, dass man sich mit den ökonomischen Herausforderungen der Klimaschutzpolitik und insbesondere auch der nachhaltigen Energieversorgung auseinandersetzt. Insofern ist der Titel meines Vortrags hier heute Klimaschutz als Wirtschaftsmotor mit intelligentem Energiemix der Krise begegnen. In der Tat sind wir derzeit noch immer in der Wirtschaftskrise, der schlimmsten Wirtschaftskrise seit der großen Wirtschaftskrise in den 30er Jahren. Und wir hoffen natürlich, dass wir die Talsohle schon deutlich überschritten haben und dass wir wieder in Bereiche kommen, wo es auch eindeutig wieder wirtschaftlich gesehen bergauf geht. Aber dennoch sehen wir natürlich, dass die Wirtschaftskrise viele Fragezeichen auch vor dem Thema Klimaschutz bringt. Lohnt sich Klimaschutz überhaupt? Müssen wir nicht in Zeiten der Krise uns zu anderen Dingen mehr besinnen, dass wir die Wirtschaft ankurbeln, dass wir entsprechende Programme entwickeln, um das Wirtschaftsgeschehen, so wie wir es heute kennen, auch fortbestehen zu lassen? Ist Klimaschutz nicht ein Thema für Boomzeiten, für Luxuszeiten und nicht ein Thema für eine Krise? Und meine Antwort auf diese Frage ist nein, es ist gerade jetzt ein Thema. Klimaschutz ist jetzt ein Thema, weil wir uns keine weitere Krise leisten können und weil wir vorbeugen müssen, dass wir rauskommen natürlich aus der jetzigen Wirtschaftskrise, dass wir die Energiekrise vermeiden müssen und auch letztendlich die Klimakrise verhindern müssen. Und wie wir das schaffen können und welche Bereiche hier wichtig sind, möchte ich Ihnen heute darlegen. Können wir uns in der Krise Klimaschutz überhaupt leisten? Zunächst einmal wissen wir aus der volkswirtschaftlichen
empirischen Betrachtung, dass gerade aus Krisenzeiten schon immer Innovationen und Veränderungen hervorgegangen sind. Es ist leider so, dass wir aus Krisen heraus lernen, dass wir aus Krisen heraus investieren und aus Krisen heraus auch technologische Innovationen erst einen Schub bekommen. Jetzt dürfen wir nicht auf Krisen warten, um letztendlich eine Veränderung hervorzubringen, aber dennoch müssen wir sehen, dass diese Krise, gerade die Wirtschaftskrise, auch eine erhebliche Chance ist, eine Chance für die gesamte Volkswirtschaft. Und das liegt in unterschiedlichen Bereichen. Wir müssen es schaffen, tatsächlich in den nächsten 30, 40 Jahren uns insbesondere von den fossilen Energien zu verabschieden. Warum das so dringend ist, werde ich Ihnen gleich darlegen. Die Chance, die sich hier auftut, ist, dass wir heute das Zeitfenster, was wir vor uns haben, 30, 40 Jahre, nutzen müssen und den Weg ebnen müssen in eine klimaschonende, sichere und auch bezahlbare Energieversorgung und auch Mobilität, in eine nachhaltige Mobilität. Natürlich fragen Sie zu Recht, warum müssen wir denn überhaupt das Lebensmodell, was wir heute haben, was auf Wachstum orientiert ist, was ein volkswirtschaftliches Wirtschaftsgeschehen auch berücksichtigt, welches nach unseren Lebensstilen ausgerichtet, natürlich in erster Linie im Moment auf Verschwendung ausgerichtet ist. Natürlich dürfen Sie die Frage auch stellen, auch zu Recht, ob wir uns nicht komplett ändern müssen, ob das Prinzip des Wachstums überhaupt das Richtige ist, um das Problem zu lösen. Unsere Antwort als Volkswirte ist natürlich, wir brauchen Wachstum, wir brauchen Investitionen, wir brauchen die notwendigen kapitalstarken Unternehmen und natürlich auch die Länder, die entsprechend diesen Wandel auch hervorbringen müssen. Ohne volkswirtschaftliche Unterstützung, ohne Investitionen, ohne Kapital wird dieser Wandel sehr schwer möglich sein. Insofern ist das Plädoyer auch als Volkswirtin an dieser Stelle, natürlich müssen wir, so wie wir heute leben, die Dinge korrigieren, die wir falsch machen. Und im Bereich Energie und Klimaschutz machen wir viel falsch. Aber wir müssen auch lernen aus den Fehlentwicklungen, die unsere Volkswirtschaft schon heute hat. Krankheiten entstehen, wir leben im Übermaß, wir leben über unsere Verhältnisse, wir haben eine Ungleichentwicklung auf der Welt, gerade was auch die Einkommensverteilung angeht, was der Zugang zu Energie und sauberem Trinkwasser angeht. All das sind Dinge, die wir korrigieren müssen und gleichzeitig auch in die richtigen Bereiche hineingehen. Insofern, wir wissen, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt und aus diesem Rückschluss, aus diesem Wissen heraus müssen wir auch entsprechend die Fakten zur Kenntnis nehmen. Ich gehe nicht auf alle Bereiche ein, die ich Ihnen hier als Daten zur Verfügung gestellt habe, aber nur so viel. Wir wissen, dass wir heute 6,7 Milliarden Menschen auf der Welt sind. Diese Anzahl wird sich deutlich erhöhen, auch aufgrund von technologischem Fortschritt, gesundheitlichem Fortschritt, all die Dinge, die uns wichtig sind und auch gut sind. Wir müssen aber auch sehen, dass es schon heute Ungleichentwicklungen gibt, die wir im Grunde genommen korrigieren müssen. Es gibt 2 Milliarden Menschen, die noch immer keinen Zugang haben zu Elektrizität, 1,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Auch das sind Dinge, die wir gleichzeitig, wenn wir hingehen zu einer nachhaltigen Energieversorgung, mit lösen müssen. Und wenn wir sehen, was passiert auf der Welt, nicht nur, dass die Bevölkerung wächst, sondern dass gerade stark wachsende Volkswirtschaften wie zum Beispiel China und Indien, aber auch Russland dabei sind, ein enormes Wirtschaftswachstum zu erleben, ähnlich wie es Deutschland in den 50er Jahren erlebt hat, müssen wir einfach auch sehen, dass das Konsequenzen hat für unsere volkswirtschaftlichen Zusammenhänge. Und das heißt nicht, dass wir sagen sollen, wir müssen in China dort entsprechend eingreifen und die sollen nicht wachsen. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass wir mit neuen Techniken, mit technologischer Innovation ein, ich sage mal, gesundes Wirtschaftswachstum hervorbringen müssen. Die Wachstumszahlen sind enorm. Wenn wir uns das anschauen, in China baut derzeit pro Woche ein neues Kohlekraftwerk beziehungsweise bringt in dieser Größenordnung ein Kohlekraftwerk ans Netz. Und wenn man vergleicht, in Deutschland oder Amerika ist es so, dass 80 von 100 Menschen ein Auto fahren, ein Pkw, 80 von 100. Das ist eine Größenordnung, die für uns hier normal ist. Wenn Sie nach China schauen, sind es 4 von 100, in Indien sogar noch weniger. Und da sieht man die Größenordnung, um die es hier geht.
China wächst und China hat auch ein Bedürfnis nach Mobilität, nach Lebensstil, den wir hier vorleben, den wir auch sagen, der uns zugutekommt und auch viele positive Dinge entwickelt hat. Aber das heißt letztendlich auch, dass China weiß, dass mit diesem Wirtschaftswachstum auch ein enormer Energiehunger einhergeht. Die Energieversorgung in China basiert zu 80% auf Kohle. Das ist eine sehr große Größenordnung, insbesondere wenn man sich anschaut, welche Treibhausgase dadurch emittiert werden. Und wir sehen auch, dass dieses Land enorm wächst und immer noch sehr viele Menschen schon heute auch von dem Land in eine Stadt ziehen. 18 Millionen Menschen sind es pro Jahr, die wandern vom Land in die Stadt. Das heißt aber auch, dass ein enormer Energiehunger vonstatten gehen wird, dass Megacities entstehen mit Infrastruktur, mit Energieerzeugung natürlich und auch entsprechend die Gebäude, die konstruiert werden müssen. Und das hat auch Rückschlüsse auf unsere Volkswirtschaft, insbesondere deshalb, weil natürlich die fossilen Ressourcen knapper und teurer werden. Und die zweite Herausforderung ist natürlich, dass durch die Verbrennung von Kohle klimaschädliche Treibhausgase entstehen, durch Öl auch, durch Gas weniger. Aber diese Treibhausgase dazu führen, dass wir einen Klimawandel erleben werden in den nächsten 80, 100 Jahren, der eine erhebliche Veränderung der klimatischen Verhältnisse zur Folge haben wird. Insofern, auf der internationalen Ebene geht es jetzt natürlich darum, dass man versucht, gemeinsam, das heißt die Staatengemeinschaften, eine Lösung zur Behebung des Klimawandels zu erarbeiten. Und wir sprechen davon einer sogenannten Gerechtigkeit, in dem Sinne, dass wir sagen, pro Kopf gemessen muss jeder Bürger auf der Welt die identische Größe emittieren dürfen. Pro Kopf gemessen sogenannte 3 Tonnen oder 1 Tonnen Treibhausgasgesellschaft, um die es hier geht, heißt letztendlich für uns, für die Industriestaaten, eine Reduktion der Treibhausgase um 50-80%. Und zwar ab 2050. Wir wissen, das Klima reagiert zeitverzögert. Alles das, was wir heute tun, hat Auswirkungen die nächsten 30, 40, 50 Jahre. Also all das, was wir heute an Kohlekraftwerken beispielsweise installieren, was wir heute an Treibhausgasen emittieren, reagiert zeitverzögert. Und wir haben keine Chance mehr, diesen steigenden Pfad jetzt sofort zu verändern. Wir müssen uns vorbereiten und auch diesen Zeitpfad entsprechend berücksichtigen, dass wir, wenn wir heute was ändern, hat es Auswirkungen in 2050. Insofern muss man das immer im Hinterkopf haben. Wenn man sich jetzt anschaut, pro Kopf gemessen, das ist ja eine Größenordnung, die in internationalen Klimaverhandlungen, insbesondere von den Industrieländern, nicht geliebt wird. Und man sieht hier, warum. Denn wenn man vergleicht, nur 3 Länder sind hier genannt, einmal Amerika, Europa und China, ist zum Beispiel Amerika ein sehr reiches Land, aber auch ein sehr verschwenderisches Land, welches enorme Energieressourcen verschwendet und damit mit 20 Tonnen pro Kopf weit über natürlich der eigentlichen Grenze liegt, aber auch weit über dem, was andere Länder an Treibhausgase produzieren, wie beispielsweise Europa oder auch Deutschland mit 10 Tonnen pro Kopf. China liegt mit knapp 5 Tonnen pro Kopf ungefähr an der Grenze, wo es darum ginge, dass man auch tatsächlich diese 3 Tonnen pro Kopf erreichen könnte. Wenn Sie sich anschauen, wie sich das entwickelt im Jahre 2030, und das ist etwas, was heute vorgezeichnet ist, weil wir keine Chance mehr haben, das zu verändern, bewegt sich China natürlich in Richtung Mitte, das heißt in Richtung 10 Tonnen pro Kopf. Wir versuchen uns zu stabilisieren, das können wir auch schaffen mit der Politik, die wir heute, die ich Ihnen hier heute vorstelle, aber Amerika auch auf einem hohen Niveau bleibt. Reduktion ab 2050 tatsächlich zu erzielen. Es geht nur mit einem drastischen Umbau des technologischen Bedarfs, den wir haben. Der Klimawandel, meine Damen und Herren, erreicht jeden Menschen. Es ist zynisch anzunehmen, dass wir sagen, na gut, hier haben wir in Europa dann angenehme Temperaturen und wir werden ja hier entsprechend, uns wird es gut gehen. In anderen Ländern muss man dann leider sagen, gerade wenn wir eine Entwicklung haben mit einer globalen Temperaturänderung von 5-6 Grad, werden ganze Landstriche unbewohnbar werden. Das heißt zum Beispiel Afrika, zum Beispiel Asien, Afrika aufgrund von Versteppung und Verdürrung. Asien wird heimgesucht durch auch extreme Überschwemmungen, extreme Niederschläge oder auch Amerika, Nordamerika mit extremen Winden. Also es passiert überall etwas und es verändert sich auch sehr viel. Insofern, man muss immer auch unterscheiden, von lokalem Wetter und globalen Temperaturanstieg. Lokales Wetter hat nichts zu tun mit dem globalen Klima.
wenn Sie heute hier sagen, ich friere aber immer noch, es kann ja nicht sein, dass es den Klimawandel gibt. Es ist so, dass wir hier gerade in Europa, in Deutschland im Moment in einer Kälteblase sind. Ein Freund von mir ist in diesem Winter in Australien gewesen. Es war wieder einer der heißesten, den Australien je hatte, auch mit entsprechenden Gefahren. Also Sie dürfen nicht verwechseln, lokales Wetter, wo sich da auch was verändern kann, und globaler Temperaturanstieg, der dazu führt, dass die globalen Treibhausgase dann entsprechend hier einen Einfluss haben werden. Der Klimawandel erreicht jeden Menschen. Wir sind die Verursacher, die Industriestaaten, die die Treibhausgase produzieren, in erster Linie durch die Verbrennung von fossiler Energie. Der Anteil des menschengemachten Klimawandels ist sehr groß. Ich weiß, dass ja auch die Berichte der internationalen Klimaforscher hier auch in den Medien diskutiert wurden und auch Stimmen da sind, die irgendeinen Skandal aufgedeckt haben wollen, dass die Klimawissenschaftler gesagt hätten, es gibt den menschengemachten Klimawandel nicht. Ich kenne keinen seriösen Klimaforscher, der das behauptet. Es gibt natürlich wissenschaftliche Diskurse, die wir auch führen müssen und dürfen nie zu Ende sein, über die Auswirkungen und die entsprechenden Empfehlungen, die Wissenschaftler auch damit einhergehen können und hier auch aufschreiben können und damit in der internationalen Gemeinschaft diskutieren können. Was aber kein Klimaforscher bestreitet, ist, dass wir einen Klimawandel, gerade wenn die Temperaturgrenze von 2 Grad Celsius in den nächsten 100 Jahren überschritten werden sollte, damit extreme Klimaereignisse sehr viel häufiger auftreten werden. Sei es extreme Stürme, Überflutungen, extreme Hitze oder auch Wassermangel, der damit einhergeht, oder auch die Zunahme von Krankheiten. Und all diese Effekte werden auftreten. Wir wissen nicht wann und wo und wie genau, aber wir wissen, dass diese Effekte auftreten werden. Und damit komme ich zu meinem Anliegen auch, warum ich Bücher schreibe und auch versuche, populärwissenschaftlich darzulegen, dass wir eine Aufgabe vor uns haben, die gerade aus unserer Sicht, aus der Industrienationensicht, aus der Sicht eines jeden Bürgers, auch in diesem Land, durchaus Sinn macht. Denn der Ansatz, den ich verfolge, ist, dass ich sage, wir versuchen auch einen Bottom-up-Ansatz. Jeder von uns kann seinen Beitrag leisten und es ist gar nicht so schwer. Und es ist auch nicht etwas, wo man sagen muss, wenn wir hier etwas tun, es bringt ja nichts, weil in China gleichzeitig alles andere wieder aufgehoben wird. Und ich will Ihnen auch im Laufe des Vortrags erklären, warum das wichtig ist, dass wir etwas tun. Zum einen ist es natürlich so, dass wir eine Vorbildfunktion haben, gerade für China, auch eine Industrienation, die sehr genau auf Deutschland guckt und weiß, wir haben einen Industrieprozess hinter uns mit Metall, mit Industrie, mit Automobilherstellung, ein großes Vorbild für die chinesischen Bürger oder auch Unternehmen. Und zum anderen ist es natürlich auch so, wenn wir diese Technologien auch der Welt anbieten können und es zeigen können, dass der Wandel auch geht und wir haben ihn ohnehin vor, es ist nur die Frage der Zeit, wann wir es umsetzen, dann können wir auch entsprechend weltweit volkswirtschaftlich führend sein mit diesen Technologien, mit den neuen Ansätzen, die wir auf jeden Fall auch volkswirtschaftlich betrachtet lohnend umsetzen können. Insofern der Ansatz hier ist, aufzuzeigen, die durchschnittlichen Werte, die ein jeder Bürger in Deutschland mit 10,4 Tonnen pro Kopf im Jahr, was wir produzieren, dass sich das sehr unterschiedlich zusammensetzt. Natürlich, jeder von Ihnen hat unterschiedliche Lebensgewohnheiten, verreist vielleicht mit dem Auto oder auch mit dem Flugzeug oder wohnt in einem wärmegedämmten Haus, isst vegetarisch oder regionale Produkte. All das in der Summe führt dazu, dass wir unterschiedliche Größenordnungen haben. Obwohl diese Durchschnittsgröße, muss man hier deutlich sagen, natürlich für die gesamte Volkswirtschaft zählt. Das heißt, auch Unternehmen und alle Marktakteure, die da eine Rolle spielen, sind hier in diesem Durchschnittswert enthalten. Aber dennoch macht es Sinn, auch aus Konsumentensicht Dinge zu hinterfragen. Und auch sich einfach mal zu beobachten, zu spiegeln, wie man lebt und ob man nicht Dinge auch verändern kann. Ich persönlich beispielsweise habe eine sehr niedrige CO2-Bilanz. Das liegt daran, dass ich vegetarisch esse, weil ich Fleisch nicht mag, dass ich nur mit der S-Bahn fahre und mit der Bahn. Wir haben kein Auto. Auch entsprechend in einem wärmegedämmten Haus wohne und ganz wenig Elektroartikel habe, die sehr niedrige Energieverbrauch haben. Also in der Summe sehr, sehr niedrig bin, auf der anderen Seite aber die Langstreckenflüge, die entsprechend dann mit sehr hohen Größenordnungen im Vergleich zu den anderen meine Bilanz verhageln und ich damit versuche,
gerade auch durch Spenden in Klimaschutzprojekte diese Größenordnung auf deutlich unter 10,4 Tonnen wieder zu reduzieren. Volkswirtschaftlich gesehen, ich weiß, der Einwand wird sicherlich kommen, werden Sie sagen, naja, eine Art Ablasshandel, warum soll ich spenden in Klimaschutzprojekte? Volkswirtschaftlich gesehen ist es sinnvoll, in Klimaschutz zu investieren. Und natürlich macht es auch Sinn, vor Ort zu investieren, aber es kann auch Sinn machen, international in Klimaschutzprojekte zu investieren. Ich tue es beispielsweise durch Atmosphäre und damit neutralisiere ich in Anführungsstrichen meine Treibhausgasemissionen, die ich beim Fliegen produziere, durch Spenden zum Beispiel in Biomassekraftwerke in Indonesien, da ist jetzt mein Geld zum Beispiel reingeflossen. Damit neutralisiere ich meine Emissionen und komme auf knapp 6 Tonnen pro Kopf. Auch das ist noch eine Größenordnung, die erheblich ist, aber deutlich unter den 10,4 Tonnen. Und der Ansatz ist hier zu sagen, man sollte alles Mögliche tun, um auch klimaschonend sich zu verhalten. Das heißt nicht, dass wir Verzicht üben sollten und das heißt auch nicht, dass wir vorschreiben wollen, wer wo wann wie was tut. Sondern hier geht es einfach nur darum, dass auch man aufzeigt, dass auch ein Konsument Möglichkeiten hat, genauso viele Möglichkeiten wie ein Unternehmer. Und die Unternehmen im Übrigen, und da kann ich später noch mehr zu erzählen, schon sehr viel weiter sind, als wir glauben, die sehr gezielt in diese Märkte hinein investieren. Die zweite große Herausforderung, um die es hier geht, ist neben dem Klimawandel die sichere Energieversorgung. Und selbst wenn Sie sagen, mich interessiert der Klimawandel wirklich nicht und wir sollten nichts tun, um den Klimawandel zu verändern, bleibt dennoch die große Herausforderung, wie wir damit umgehen, dass die fossilen Ressourcen knapper und teurer werden, insbesondere Öl. Und das ist die eigentliche Aufgabe, um die es hier geht, denn Öl wird knapper und teurer. Für die nächsten 2 Jahrzehnte wissen wir, wenn wir genügend investieren, auch in teure Ölförderstätten, werden wir genügend Öl am Markt haben. Wir müssen aber auch investieren. Der Ölpreis war jetzt sehr niedrig, es lohnt sich schlichtweg nicht, in manche Ölförderstätten zu investieren. Insbesondere Permafrostboden oder Tiefsee, die sind sehr, sehr teuer. Ölschiefer, Teersande, auch eine Möglichkeit, aus Sand Öl herauszuwaschen. Eine sehr umweltverschmutzende Möglichkeit, um Öl überhaupt zu generieren. In Kanada wird es aber genutzt. Auch das ist eine Möglichkeit, um Öl anzubieten. Wichtig ist einfach nur, dass wir sehen, dass die globale Ölnachfrage deutlich ansteigen wird. Und zwar auf über 100 Millionen Barrel pro Tag in den nächsten 2 Jahrzehnten. Und wir wissen auch, dass die jetzigen Ölförderstätten, die wir haben, das sehen Sie auch in der Grafik hier, also die blaue Menge, geht deutlich zurück. Das liegt daran, der sogenannte Peak Oil, dass Ölförderstätten natürlich irgendwann aufgebraucht sind, in Anführungsstrichen, dass wir wissen, wann das Maximum überschritten ist und wir diese Größenordnung ersetzen müssen. Das heißt, wir müssen investieren in herkömmliche Ölförderanlagen, um das Öl entsprechend anzubieten. Und wir wissen auch, wo diese Ölvorkommen sind, entweder Permafrostboden oder auch in der Tiefsee. Die sind sehr teuer, sind schwer zu erschließen, aber wir wissen, dass es das gibt. Wir wissen auch, dass es die Ölsande gibt, auch das ist eine Möglichkeit, Öl anzubieten. Aber wir sehen immer noch, dass es eine Fläche gibt, die rote Größe hier, wo wir schlichtweg nicht wissen, wo es herkommt. Und das ist etwas, was man auch sehen muss, wenn es darum geht, dass wir davon sprechen, eine sichere Energieversorgung in der Zukunft zu haben, die schlichtweg so in dem Umfang nicht ausgefüllt werden kann. Also wir müssen einfach sehen, dass es die Möglichkeit gibt in den nächsten 2 Jahrzehnten und die Internationale Energieagentur warnt ja mittlerweile auch massiv, dass die Ölnachfrage, die sich deutlich erhöhen wird, nicht mehr gedeckt werden kann durch das Angebot. Was zur Folge hätte, dass die Preise massiv ansteigen werden und auch hier eine entsprechende Entwicklung natürlich auftritt, die für die Volkswirtschaft schwierig ist. Die zweite Ressource, um die es geht, ist Gas. Sie haben es heute vielleicht in den Medien verfolgt, eine neue Pipeline, die eingeweiht wird oder jetzt gebaut wird, die Nordsee-Pipeline. Hier geht es darum, dass wir sicher Gas nach Europa bringen müssen, zum Beispiel über eine solche Pipeline, aber dass wir auch wissen, dass wir natürlich importieren müssen. Wir haben eigene Gasvorkommen, die sind aber in den nächsten 20 Jahren aufgebraucht. Niederländisches, norwegisches Gas geht auch zur Neige. Das heißt, wir müssen aus Russland oder aus anderen Quellen Gas importieren. Gas ist interessant, auch attraktiv, weil man es nutzen kann zur Strom- und Wärmeherstellung gleichzeitig
und auch für den Transportbereich, Erdgasfahrzeuge. Und damit, denken wir, wird die Gasnachfrage sich deutlich erhöhen. Was jetzt erstmal im Vergleich zu Öl nicht so problematisch ist, weil Gas noch sehr viel länger zur Verfügung steht. Aber auch hier muss man sagen, wir brauchen natürlich die Investitionen in die Förderung und das muss getätigt werden. Die anderen Energieformen sind natürlich aus deutscher Sicht mehr oder weniger problematisch. Die Kernenergie, die rauf und runter diskutiert wird, wo man in Deutschland den Eindruck hat, dass man nur noch über Kernenergie eigentlich redet. Und die erneuerbaren Energien werden beide im Moment in den Medien gegeneinander ausgespielt, was problematisch ist. Nicht nur, weil man überhaupt nicht Energieträger gegeneinander ausspielen sollte, sondern die Diskussion auch fehlgeleitet ist, denn es geht nicht um Kernenergie versus erneuerbare Energien. Die erneuerbaren Energien werden wachsen. Wir haben ein Fördergesetz, was auch das Wachstum ermöglicht. Das ist die Förderung erneuerbarer Energiengesetz. Und wir haben 16% des Stroms derzeit mit erneuerbaren Energien. Das wird steigen. Wir werden 25% durchaus erreichen können in den nächsten 10 Jahren, sage ich mal. Das ist durchaus möglich. Aber die Frage ist halt, wie setzt sich die restliche Energieversorgung zusammen, aus welchen Komponenten? Wir haben 50% Kohle im Moment. Die Hälfte dieser Kohlekraftwerke gehen in den nächsten 10 Jahren aus Altersgründen vom Netz. Damit wäre ein günstiges Zeitfenster, eben diese Kohlekraftwerke nicht zu ersetzen, sondern in die erneuerbaren Energien hinein zu investieren, Gaskraftwerke zu nutzen, sind weniger klimaschädlich, auch gern dezentral in kleineren Einheiten. Und wir müssen etwas finden, um die Kohle klimaschädlicher zu machen, zum Beispiel die CO2-Emissionen nehmen und einlagern, Carbon Capture and Sequestration ist hier die technologische Bezeichnung, aber auch da sind wir noch nicht so weit, wir wissen es technisch, wird es wohl gehen, aber wir brauchen dafür Gesetze, um das CO2 einzulagern. In Deutschland hat man Schwierigkeiten, diese Gesetze umzusetzen. Die Kernenergie ist eine emotionale Diskussion, die wir führen in Deutschland um die Kernenergie. In anderen Ländern wird sie anders geführt. Die Kernenergie, muss man aber auch deutlich sagen, wird nicht die globalen Energieprobleme lösen. 17% weltweit der Stromerzeugung basiert auf Kernenergie weltweit. 440 Kraftwerke circa im Einsatz. Die werden nicht alle ersetzt werden, ein Teil wahrscheinlich, aber nicht alle. Insofern geht es darum, welche Ersatzinvestitionen werden getätigt und wie können wir diese Ersatzinvestitionen, diese Lücke würde ich nicht sagen, aber zumindest der Anspruch einer Versorgungssicherheit aufrechterhalten. Nochmal, 50% Kohle, 16% erneuerbare Energien und ca. 13% Gas. Das ist das, um was es geht. Insofern ist es richtig, dass wir in den nächsten 20 Jahren investieren in die Energieversorgungssicherheit. Und dazu sind Ersatzinvestitionen bis zu 80 Milliarden Euro notwendig. Das ist die Infrastruktur, der Netzausbau, insbesondere auch gerade in Norddeutschland, um die Offshore-Windenergie zu integrieren, aber auch die Netze innerhalb Europas und natürlich die Kraftwerke. Wenn wir 20 Gigawatt Kohlekraftwerke ersetzen, brauchen wir die Kernenergie nicht und umgekehrt. Das kann man niemals so deutlich sagen, weil es geht eigentlich immer nur um die Frage Kohle versus Kernenergie. Es geht nicht um erneuerbare Energien versus andere, sondern um die Großkraftwerke, die wir in Deutschland nutzen, um eben einen Teil der Energieversorgung sicherzustellen. Und die erneuerbaren Energien finden viel Zuspruch in Deutschland, das ist auch gut und richtig, aber die Diskussion muss über die gesamten Energiemix geführt werden. Und das Plädoyer, was wir haben, ich weiß, da stimmen wenige Volkswirte überein, ist, dass die erneuerbaren Energien tatsächlich ein wichtiger Baustein in dieser Lösung der Herausforderungen Energieversorgung, Sicherheit und Klimaschutz sind. Sie sind zudem ein Wirtschaftsfaktor, der uns auch aus deutscher Sicht sehr weit nach vorne bringen kann, schon heute tut. Es geht darum, wenn wir erneuerbare Energien nutzen, den Einsatz fossiler Energien zu vermindern. Das ist ein wichtiger Beitrag. Eine dezentrale Energieversorgung, das heißt, wir machen uns auch unabhängiger von Energieimporten, von Preisschocks. Wir versuchen auch entsprechend einen Wettbewerbsvorteil damit zu erzielen, mit diesen neuen Techniken. Und es ist auch ein Instrument des Klimaschutzes. Aber ich werde später erklären, das ist nicht das alleinige Instrument zum Klimaschutz. Ich weiß, dass manche das verwechseln. Und wenn man es überlegt, erneuerbare Energien auch in Kombination mit Elektromobilität, könnte man fast sagen, ein Traumpaar. Wir müssen oder haben natürlich vor uns, dass wir gerade die Mobilität in Ballungsräumen in der Zukunft verbessern müssen.
Nicht nur, dass wir den öffentlichen Personennahverkehr nutzen, was ja auch Elektromobilität ist, Straßenbahn, öffentlicher Personennahverkehr, sondern auch gerade diese individuelle Mobilität in den Bereichen, wo man mit öffentlichem Personennahverkehr nicht hinkommt, zu verbinden. Und in Ballungsräumen bieten sich Elektrowagen an. Es gibt ja Pilotprojekte auch hier in München, was viele Vorteile hat. Gerade wenn wir es in Verbindung mit erneuerbaren Energien betrachten, können die Batterien auch als Speicherfunktion für eine dezentrale Energieversorgung sein. Durch die Verbindung mit intelligenten Netzen können Häuser der Zukunft auch entsprechend Energie produzieren, weniger als das sie brauchen. Speicherung durch Elektromobilität oder eben auch eine dezentrale Energieversorgung. Die Infrastruktur ist hier entscheidend. Es muss natürlich mit erneuerbaren Energien der Strom produziert werden. Und dann könnte man sich auch denken, dass man einen Teil der Fahrzeugflotte ersetzt. Ich glaube, dass dieses Szenario nicht so weit weg ist, insbesondere auch deshalb, weil es viele, viele Vorteile hat. Es ist vielleicht nicht technisch die beste Lösung, aber es hat viele Vorteile. Nicht nur, dass wir weniger Treibhausgase produzieren, dass wir mobil bleiben, sondern auch die Lärmentwicklung. Und alle, die einen Elektrowagen mal gehört haben, sie hören ja nichts, weiß, dass in Großstädten das eine große Erleichterung sein kann. Und auch die Feinstaubproblematik, die man heute mühselig mit Umweltzonen versucht, in den Griff zu bekommen. Insofern viele Vorteile für die Elektromobilität. Was ich nicht sehe, ist, dass man Elektrowagen nutzen wird für lange Strecken. Da wird man andere Wege finden werden müssen, denn es ist tatsächlich so, dass gerade Elektrowagen für Kurzstrecken interessant sind. Und wir sehen in der Statistik, dass 80% der Menschen pro Tag weniger als 20 Kilometer fahren. Und um die geht es hier letztendlich, wenn wir über Elektromobilität sprechen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ausführen, die Argumente der Marktökonomen, warum wir erneuerbare Energien nicht fördern sollten. Und da gibt es verschiedene Argumente, die Sie auch häufig in den Medien hören. Die erneuerbaren Energien sind letztendlich zu teuer und erhöhen die Strompreise. Ich gehe jetzt mal sukzessive durch die Argumente durch. Eine Erhöhung der Strompreise hat eben halt aufgrund der Förderung erneuerbarer Energien einen Wettbewerbsnachteil, so die Kritiker. Und wir sollten dementsprechend die erneuerbaren Energien nicht fördern. Ich will es einfach mal vergleichen. Gerade wenn wir die erneuerbaren Energien fördern und wir wissen, dass die Nachfrage an Photovoltaik sehr stark zugenommen hat, gerade im letzten Jahr hat sich die Nachfrage verdoppelt. In der Tat entstehen dadurch hohe Kosten. Das deckelt man jetzt, indem man die Vergütungssätze reduziert. Um 5 Prozentpunkte hat man hier zunächst einmal angenommen und damit geht man auch einher mit der Kostendegression, die wir haben. Das ist auch in Ordnung. Aber man muss auch sehen, dass man die Kosten natürlich deckelt, auch für die Verbraucher. Bis zu 20 Milliarden Euro sind da an Vergütungssätzen oder das, was wir über den Strompreis bezahlen, in den nächsten 20 Jahren notwendig. Wenn man sich das mal vergleicht oder nochmal sieht, wie sich der Strompreis insgesamt zusammensetzt, muss man schon sehen, dass hier häufig argumentiert wird, das ist eine riesen Preissteigerung. 5% des gesamten Strompreises macht im Moment die Förderung erneuerbarer Energien aus. 5%. Sie sehen 61% durch die Erzeugung, Transport und Vertrieb. Der Rest sind die Steuern, unterschiedliche Arten von Steuern, die hier eine Rolle spielen. Insofern sehen wir auch in den Umfragen, die Menschen mögen die erneuerbaren Energien. Sie sind auch sogar bereit, 5% des Strompreises dafür zu bezahlen. Und man hat sich angeschaut in der Entwicklung, wie sich denn die Preissteigerungen zusammensetzen beim Haushaltsstrom. Man sieht eindeutig, es sind nicht die erneuerbaren Energien, die hier deutlich preissteigernd wirken, sondern andere Bereiche, gerade die Stromerzeugung, die hier deutlich preissteigernd wirkt. Das hat unterschiedlichste Gründe, sind ja auch Entwicklungen in den letzten Jahren entstanden. Aber die Steigerung ist auch wieder die Strompreisdiskussion, die wir jetzt wieder haben, lässt sich nicht nur auf die erneuerbaren Energien zurückführen, ein kleiner Teil auch, aber nicht vollständig. Insofern ist es sogar so, dass die erneuerbaren Energien teilweise jetzt schon, aber mindestens mittel- bis langfristig sogar die Strompreise entlasten werden. Wie kann das sein? Es ist so, dass an der Strombörse sich der Preis an der Börse durch das teuerste Grenzkraftwerk, also das teuerste Kraftwerk, was Sie dort im Einsatz haben, bestimmt. Und dadurch sehen Sie auch große Schwankungen an den Börsenpreisen. Und die Börsenpreise sind letztendlich die Indikatoren für die Preisbildung der Energieerzeuger, was sie letztendlich bezahlen. Und wenn erneuerbare Energien ins Spiel kommen, gerade bei hohen Windenergie, haben wir das jetzt häufiger schon gesehen, dass die Börsenpreise sinken. Das heißt, das teuerste Kraftwerk fällt heraus und dadurch sinken die Preise. Wir haben sogar jetzt negative Preise gehabt. Das liegt an dem Netz.
dass wir eine enorme Menge an Windenergie plötzlich haben, wenn der Wind sehr stark weht, die Netze sind nicht ausreichend ausgebaut, dadurch gibt es ein Überangebot und die Börsenpreise sinken deutlich und sie werden sogar negativ. Insofern ist das Argument, die erneuerbaren Energien sind automatisch die Preistreiber, so nicht richtig, zumindest auch nicht langfristig. Denn natürlich werden die anderen Energieformen auch deutlich im Preis steigen und wir damit auch eine Möglichkeit haben, preisdämpfend zu wirken. Entscheidend ist allerdings, dass die Netze ausgebaut werden und wenn wir die Kernenergie nutzen, sie auch verlängern sollten, müssen die Netze deutlich ausgebaut werden. Da brauchen wir auch keine neuen Kohlekraftwerke. Das Argument gegen die Förderung erneuerbarer Energien, gerade der Marktökonom ist häufig, dass wir überhaupt gar keine Subventionen zahlen sollten. Dass die Subventionierung grundsätzlich falsch ist. Das kann man so sehen, da habe ich auch gar nichts dagegen, dass man sagt, das verursacht Marktverzerrung, weil es ja nicht die realen Marktentwicklungen hier abbildet. Allerdings im Energiesystem muss man auch vergleichen. Das Energiesystem ist kein System, was sich automatisch nur am Markt bildet. Das hat es nie. Wir haben viele Subventionen bezahlt, auch in die Kernenergie. Die Netze müssen ausgebaut werden. Auch da gibt es finanzielle Unterstützung. Auch Großkraftwerke bedürfen der Subventionierung. Die Steinkohle haben wir sehr teuer bezahlt, sogar mit 130 Milliarden Euro in den letzten Jahrzehnten. Insofern der Ansatz, dass man sagt, die erneuerbaren Energien sollte man überhaupt nicht fördern, kann man so sehen, aber im Energiebereich ist es sehr, sehr schwierig, allein den Markt das zu lassen, weil es auch große Ineffizienzen gibt und weil wir eben halt auch Instrumente bedürfen, um das zu korrigieren. Insofern ist das Energiesystem nicht in der Lage, aufgrund von hohen Preissteigerungen automatisch zu korrigieren. Bei hohen Energiepreisen plötzlich der gesamte Kraftwerkspark umgebaut wird oder die Infrastruktur oder die Mobilität. Das ist nicht so ohne weiteres möglich. Sie brauchen Jahrzehnte, um das zu verändern und sie brauchen auch kluge politische Instrumente, um das umzusetzen. Und wenn man gleichzeitig vergleicht, auch die Subventionierung im Jahre 2008 war der Ölpreis sehr, sehr hoch. Durch diesen sehr hohen Ölpreis entstehen volkswirtschaftliche Kosten, nicht nur weil die Energiepreise steigen, sondern weil sich viele Dinge verteuern in dem Prozess. Und im Vergleich haben wir allein in einem Halbjahr im Jahre 2008 25 Milliarden Euro zusätzlich bezahlt. Geld, was wir überweisen an russische Energieunternehmen, das ist ja nicht schlimm, aber wir müssen sehen, das sind Gelder, die wir entsprechend auch in der Volkswirtschaft nutzen könnten, um das Energiesystem umzubauen. Insofern müssen wir auch immer in Relation stellen, über was reden wir hier eigentlich. Und wenn wir gleichzeitig nicht fördern, droht uns natürlich auch eine Fehlinvestition von bis zu 80 Milliarden Euro, die wir nach Möglichkeit vermeiden sollten. Das nächste Argument gegen die erneuerbaren Energien, die Kosten sind viel zu hoch, es rechnet sich nie. Das ist etwas, was natürlich stimmt, sie sind teurer, gerade die Photovoltaik ist enorm teuer. Wir brauchen sehr, sehr lange, um sie auch wettbewerbsfähig zu machen. Das gilt nicht für alle Energieformen, Windenergie zum Beispiel nicht. Offshore-Windenergie ist nahezu wettbewerbsfähig, gerade wenn wir uns anschauen, wie sich die anderen Preise entwickeln. Und insofern ist natürlich der Ansatz, wir sagen, wir warten einfach, bis erneuerbare Energien billiger werden. Insofern nicht richtig, weil wir natürlich aufgrund der Marktgröße auch Kostendegressionen haben. Je mehr wir anbieten, je mehr Menschen oder je größer der weltweite Markt ist, desto billiger wird es auch. Und damit ist der Ansatz, dass wir warten sollten, nicht richtig. Der Energiemarkt heilt sich nicht von selbst. Wir brauchen entsprechende Signale. Und gerade in der Diskussion wird häufig einfach nur eine rein statische Betrachtung vorgenommen, die nicht berücksichtigt, dass sich diese Märkte entwickeln. Es wird gesagt, ja, wir müssen schauen, dass wir nur die Techniken fördern, die heute billig sind. Die sogenannten marginalen Vermeidungskosten sich anschauen. Das heißt, es gibt Möglichkeiten, preisgünstig Klimaschutz zu betreiben. Es gibt Möglichkeiten, das sehr teuer zu tun. Es gibt verschiedene Kurven. Eine habe ich Ihnen hier mitgebracht von McKinsey, die Techniken anschaut. Das ist eine rein technikbezogene Betrachtung, keine volkswirtschaftliche Betrachtung, die sich anschaut, wie teuer ist es denn, eine Tonne CO2 zu vermeiden. Und das sind natürlich Techniken wie Photovoltaik sehr viel teurer als zum Beispiel Energieeffizienzverbesserung. Nur, dieses Bild verändert sich natürlich auch im Zeitablauf. Wir haben eine dynamische Entwicklung, die dazu führt, dass eben diese Kosten sich verschieben. Und wenn wir uns das anschauen, sogenannte Break-Even-Punkte, also in dem Moment, wo auch die erneuerbaren Energien wettbewerbsfähig werden,
hängt es natürlich auch davon ab, wie teuer die fossilen Energien werden. Und die werden teurer, ganz sicher. Und auch die CO2-Preise, die auch nochmal fossile Energie teurer werden lassen durch den Emissionsrechtehandel, auch die bringen die Kosten der Stromproduktion aus fossilen Energien deutlich nach oben. Und der Punkt, wo man damit rechnen kann, dass die erneuerbaren Energien dann auch wettbewerbsfähig sind, ist in einigen Jahren erreicht, nach diesem Szenario, was ich Ihnen hier mitgebracht habe, im Jahre 2020, im Mix der Energieerzeugungstechnologien. Insofern ist es wichtig, dass wir die unterschiedlichen Argumente auch hier sehr genau anschauen. Das letzte Argument, was ich noch mitgebracht habe, ist ja, dass gesagt wird, wir brauchen keine Förderung erneuerbarer Energien. Wir haben ja den Emissionsrechtehandel und ein Instrument reicht. Das ist in der volkswirtschaftlichen Theorie richtig. Nur leider ist die Theorie nicht die Praxis. Der Emissionsrechtehandel ist sehr, sehr weit entfernt von dem Idealmodell. Und er funktioniert in der Theorie sehr gut, in der Praxis leider nicht. Und insofern ist es zwar richtig, volkswirtschaftliche Effizienz zu fordern, aber wenn es sie nicht gibt, brauchen wir zweite Bestlösung und können nicht einfach nur uns an der volkswirtschaftlichen Effizienz klammern. Insofern ist es richtig, ja, wir haben einen Emissionsrechtehandel, was zur Folge hat, dass wir die Emissionen deckeln. Und in dem Moment, wo wir Klimaschutz betreiben, egal was wir tun, ob Förderung erneuerbarer Energien, Gebäudesanierung, Wirtschaftskrise, immer dann, wenn die Emissionen runtergehen, ist es natürlich so, dass dieses Marktinstrument reagiert und diese Obergrenze dazu führt, dass dann die Preise für CO2 sinken und wir damit einen Anreiz haben, noch mehr klimaschädliche Dinge zu tun. Das ist ein Marktinstrument, das kann man nicht gut finden, aber der Umkehrschluss zu sagen, ja dann brauchen wir eben halt nur den Emissionsrechtehandel und sollen nichts mehr tun, um klimaschonende Dinge zu tun, ist einfach grundweg falsch. Es ist zwar richtig, dass der Preis sinkt, aber wir könnten damit auch sagen, wir lassen jegliche Art von Klimaschutz, wir machen nur noch klimaschädliche Dinge, damit der CO2-Preis steigt. Das heißt, es ist ja im Umkehrschluss, was die Kollegen uns hier erzählen. Wir sollen nichts tun, um Klimaschutz zu machen, weil damit der Preis runtergeht und damit gibt es Verlagerungseffekte oder es werden Dinge noch viel billiger. Es ist grundweg falsch. Und die Antwort darauf muss heißen, wir müssen die Instrumente gut aufeinander abstimmen. Wir müssen die Obergrenze an Emissionen anpassen. Gerade wenn die Wirtschaftskrise oder was auch immer passiert, muss es eine Anpassung der Obergrenze an Emissionen geben, damit die Preise auch entsprechend reagieren können. Das wäre die eigentliche Antwort auf diese Frage, die zwar aus der volkswirtschaftlichen Theorie heraus ineffizient ist, aber letztendlich in der Praxis keine andere Möglichkeit hier hervorbringt. Insofern in der Summe, das EEG, also die Förderung erneuerbarer Energien, ist wirkungsvoll. Wir wissen, dass die Kosten sinken werden. Sie bringen uns einen Wettbewerbsvorteil. Sie bringen auch zusätzliche Beschäftigte. Und das Energiesystem muss ohnehin umgebaut werden. Und gerade die erneuerbaren Energien in Kombination auch mit kleinen dezentralen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen ist in der Übergangszeit auf jeden Fall zu favorisieren. Und wir brauchen natürlich den Umbau entsprechend hier hin zu einer CO2-freien, sicheren und bezahlbaren Energie. Und was auch wichtig ist, es gibt nicht ein Instrument, was alles löst, wo wir sagen, das ist jetzt das, was wir nur brauchen, nur der Emissionsrechtehandel. Das funktioniert leider in der Wirtschaft nicht, in der Realität nicht. Das starre Beharren allein auf volkswirtschaftliche Effizienz hilft uns hier nicht weiter. Wir könnten auch mal fragen, ob der Emissionsrechtehandel überhaupt geeignet ist, um Klimaschutz richtig zu hervorzubringen. Es ist sehr weit weg vom Idealmodell. Es ist schwierig politisch durchzusetzen. Wir brauchen praktikable Lösungen und wir brauchen auch wirkungsvolle Lösungen. Und da sind wir weit entfernt. Und die Schlussfolgerung zu sagen, ja, wir warten erstmal, bis alle anderen Länder etwas tun, ist grundweg falsch. Nicht nur, weil wir damit eine große Chance vertun, sondern weil wir auch damit die volkswirtschaftlichen Effekte, die sich damit ergeben, auch die Chancen vertun. Die Wettbewerbsvorteile, die sich ergeben, sind auf jeden Fall wichtig. Und einfach zu warten heißt, dass wir Dinge verschlafen. Und wenn wir mal nach China und USA gucken, ist es schon so, dass dort sehr viel investiert wird, gerade in diese neuen Märkte der grünen Technologien. Und wir auch in diese Märkte hineingehen sollen, auch um die volkswirtschaftlich positiven Effekte zu erzielen und keine Gefahr der sogenannten Stranded Investments, also gestrandete Investitionen, Fehlinvestitionen, das sollten wir vermeiden. Die Schritte aus der Krise müssten vielfältig sein. Wir brauchen natürlich einen Systemwechsel in der Stromerzeugung, auch in der Mobilität.
in der Herstellung von Wärme und Kälte, aber auch eine Entschlossenheit von Politik und der Industrie, die gleichzeitig diesen Wechsel hervorbringen müssen. Und nochmal, denn gerade die Investitionen in der jetzigen Zeit heraus aus der Krise sind natürlich elementar und wir haben auch volkswirtschaftlich positive Wirkungen, die wir erzielen können. Insofern geht es darum, dass wir die Ebenen auch durchaus miteinander in Verbindung bringen im Bereich der Erzeugung von Energie in Richtung CO2-freie, sichere und bezahlbare Energien, aber auch in der Verteilung, und da geht es um Infrastruktur, um dezentrale Einheiten, um intelligente Steuerung und auch insbesondere um die Steigerung von Energieeffizienz. Und hier haben die Städte und Kommunen eine große Herausforderung, und ich bin ja hier in München und sage das an dieser Stelle hier auch gern, weil es auch eine Stadt ist, wo man sieht, dass sehr viel getan wird und auch der Weg hin eben genau in diese Richtung umgesetzt wird. Also nicht nur das Thema Energiesparen, die Gebäudedämmung, auch die Effizienzverbesserung sind hier elementar, sondern auch die Verbindung von erneuerbaren Energien, von Kraft-Wärme-Kopplungen für die dezentrale Energieherstellung. Und das kann natürlich gehen auch von Solaranlagen, von Pilotprojekten, die hier wichtig sind, Kraft-Wärme-Kopplung und eben halt auch Elektromobilität, wie vorhin schon erwähnt, auch die nachhaltige Mobilität, die hier sehr wichtig ist, Leuchtturmprojekte, die unterstützt werden sollen. Wichtig auch hier nochmal an dieser Stelle, dass wir einen Weg finden, der auch bottom-up, der die Menschen mitnimmt, der gerade auch in Städten, in Ballungsräumen, in Kommunen, die Kooperation zwischen Bürgern, zwischen Unternehmen, aber auch zwischen Politikern hervorbringt und die Informationslücke geschlossen wird. Insbesondere, wenn es auch darum geht, Energieberatungen zu machen, die Architekten zum Beispiel, auch gerade wenn die Gebäude saniert werden müssen, diese Informationslücke auch tatsächlich zu schließen. Und München Entschuldigung, als eine Stadt, wo man das verbindet oder auch in der Herstellung von nachhaltiger Energie und Fahrzeugen, ist natürlich schon ein gutes Beispiel, wo man auch sieht, dass sich zumindest was verändert. Insofern, das Plädoyer an dieser Stelle, ohne Städte, ohne Kommunen kann es nicht gehen, und wir brauchen entsprechend auch den Ansatz von unten und auch eine Entschlossenheit von Industrie und Politik, um dieses auch entsprechend umzusetzen. Und Ballungsräume haben hier natürlich eine entsprechende Herausforderung. Abschließend nochmal das Plädoyer, Klimaschutz als Wirtschaftsmotor, ist ja auch der eigentliche Tenor des Vortrags, zu verstehen, dass es eine positive Entwicklung herausgibt, auch aus der Wirtschaftskrise heraus, dass wir sehen können, dass wir neue Märkte erschließen, um uns auch einen Wettbewerbsvorteil zu erarbeiten. Bis zu 1 Million zusätzliche Arbeitsplätze, denken wir, in den nächsten 10 Jahren sind hier möglich in diesem Bereich. Und das sind auch die klassischen Umweltschutztechnikbereiche, die wir schon kennen, wie Energieeffizienz, auch die Wasserwirtschaft, nachhaltige Wasserwirtschaft in der Welt. Deutsche Technik ist hier führend. Rohstoffmaterialeffizienz, die Kreislaufwirtschaft, all diese Techniken sind deutsche Techniken, die auch weltweit im Einsatz sind und auch immer noch den Wettbewerbsvorteil hier für die deutschen Firmen haben. Jetzt geht es natürlich auch darum, die neuen Märkte zusätzlich zu erschließen, Energieeffizienz, nachhaltige Mobilität oder auch die nachhaltige Energieerzeugung, um damit als Innovationsführer, Weltmarktführer zu sein, Wettbewerbsführer zu sein und damit auch die volkswirtschaftlichen Effekte entsprechend positiv umsetzen können. Insofern können uns keine weitere Krise mehr leisten, das habe ich eingangs gesagt. Und aus diesem Grund dürfen wir nicht sagen, jetzt lassen wir das, jetzt erst einmal nicht. Das ist ein Thema für Luxuszeiten, sondern es ist ein Thema gerade in der jetzigen Zeit. Die Zeit war niemals so gut wie jetzt. Das Zeitfenster für die Umstellung der Energieversorgung gerade in Deutschland ist sehr gut. Und wir haben nicht mehr viel Zeit, um von den fossilen Energien uns zu verabschieden, insbesondere Öl. Insofern muss es heißen, jetzt erst recht, und damit die 3 Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, einmal die Wirtschaftskrise, aus dieser herauszukommen mit den richtigen Investitionen und nicht in alte Produkte, in Abwrackprodukte, sondern in neue Märkte, die auch wachstumssteigernd sind, grüne Technologien, neue Märkte und auch neue Produkte, die Energiekrise zu vermeiden und damit nicht reaktiv,
zu agieren, sondern proaktiv, dass wir jetzt antizipativ uns vorbereiten und alles tun, um Energie einzusparen, die Energieeffizienz verbessern, dass wir versuchen, die Importe zu reduzieren und die fossilen Energieträger nach Möglichkeit so rasch wie möglich zu ersetzen und damit auch langfristig den Klimawandel versuchen sollten aufzuhalten, zumindest die Klimakrise versuchen sollten zu vermeiden. Internationale Abkommen sind hier natürlich entscheidend. Gerade wenn wir Kopenhagen anschauen und die anderen Konferenzen, wo es darum geht, die Treibhausgase zu minimieren, zu reduzieren, muss es auf der anderen Seite aber auch darum gehen, dass wir den Ländern helfen, die sich nicht von selbst heraus an den Klimawandel anpassen können, zum Beispiel Entwicklungsländer. Und auch das muss auf internationaler Ebene umgesetzt werden. Und dann können wir diese drei Krisen auch mit einer Klappe schlagen: Wirtschaftskrise, Energiekrise und Klimakrise. Und damit möchte ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken.